Hey Leute, in diesem Video zeige ich dir, wie man auf TikTok live geht. Sehr, sehr simpel, ganz einfach. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende dran. Warum? Weil am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Also, du siehst hier mein Homescreen. Da swipen wir rüber und öffnen natürlich unsere TikTok. Ist auch ein normaler Mensch. Da siehst du auch hier schon meine Ich kann auch mal eine Pizza essen. Oh und Gott, da gehe ich unten rechts auf mein Profil. Und dann siehst du mein Personal-Profil von TikTok. Und da siehst du auch schon, dass ich über 1000 Follower habe. Das ist sehr, sehr wichtig. Warum? Weil das ist die Voraussetzung dafür, um auf TikTok live zu gehen. Was du danach machen musst, ist, dass du hier unten auf das Plus drückst und dann gelangst du auch schon direkt weiter zu den neuen Features. Das heißt, man kann ganz normal jetzt ein Video aufnehmen für 15 Sekunden, 60 Sekunden oder auch 3 Minuten. Wir wollen natürlich kein Video aufnehmen, sondern wir wollen jetzt natürlich live gehen. Hier siehst du auch schon die Live-Funktion. Das heißt, man kann hier oben jetzt reinschreiben, Frage, Antwort, Q&A. Dann die Kategorie, das wäre Beauty and Fashion. Wir können es auch einstellen auf zum Beispiel Anime, ganz einfach. Dann hast du noch weitere Features, wie du hier sehen kannst. Man kann die Kamera umdrehen, man kann es nochmal verschönern mit Filtern und so weiter und so fort. Und eben, wie gesagt, auch sein Live-Ziel hier hinzufügen. Ich weiß da kannst nicht, du dir nochmal das Video dazu anschauen, wenn du es möchtest. Ist nicht unbedingt jetzt so wichtig. Und oben, wie gesagt, der Titel. Und so simpel kann man auf TikTok live gehen. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie man auch ohne 1000 Follower live gehen kann bei TikTok, dann verlinke ich dir jetzt hier ein weiteres Video für dich. Schau es dir auf alle Fälle an. Und damit sage ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder.